Für Silberanleger hat es zuletzt kaum gute Zeiten gegeben, denn der Kurs hat sich ziemlich tief unten festgesetzt. Und wir wollen über den Silbermarkt reden, nach den Gründen für die Situation und wie es weitergeht. Alana Maui von der Société Générale, warum ist denn eigentlich der Silberpreis so auf Talfahrt? Mittlerweile ja nicht mehr nur auf Talfahrt, sondern eher mehr in der Seitwärtsbewegung. Es geht mal hoch, dann geht es wieder runter. Gut, momentan tatsächlich etwas, wirklich auch im tiefen Stand notierend. Es gibt verschiedene Gründe, warum es so ist. Zum einen die Leitzinserhöhung, die lässt auf sich warten. Die wird natürlich auf jeden Fall in irgendeiner Art und Weise den Silberpreis beeinflussen. Nicht nur Silber, sondern generell alle Basiswerte. Zum anderen aber auch einfach ist die Nachfrage etwas unentschlossen. Aus USA und aus Asien ist die Nachfrage etwas gedämpfter, also stagniert bis fällt auch etwas ab. Aus Europa nach wie vor steigt sie. Zum anderen, wenn man es auf Sektoren betrachtet und auch in der industriellen Produktion, kann man sagen, dass in bestimmten Sektoren auch wieder die Nachfrage steigt, in anderen fällt sie. Also ist alles etwas unentschlossen, was natürlich auch dazu führt, dass der Silberpreis auch natürlich unentschlossen ist und nicht so richtig in eine Richtung deutet, sei es jetzt steigend oder fallend, sondern eher der Chart so aussieht, wie er jetzt momentan aussieht. Das heißt also, wir müssen uns darauf einrichten, dass es erstmal so bleibt. Mit der Zinssenkung würde ich gerne noch mal nachfragen, welchen Einfluss hat denn eine Zinserhöhung, wenn sie denn käme, auf den Silberpreis? Das ist dann natürlich die Frage. Also Silber notiert in US-Dollar. Das bedeutet natürlich, wahrscheinlich wird dann der US-Dollar auch steigen. Wiederum, das könnte den Silberpreis zum einen beflügeln, sage ich mal, aber natürlich auch nicht beflügeln. Also es könnte sein, okay, US-Dollar wird teurer, dann möchte ich jetzt gerade wieder nicht in Silber investieren, weil der Dollar teurer geworden ist. Wie auch immer, also es wird auf jeden Fall in irgendeiner Art und Weise einen Ausschlag da geben. Aber solange es noch nicht passiert ist, gibt es auch keine Indikation für den Preis, in welche Richtung es geht. Zum anderen sollte man vielleicht auch einfach sagen, dass die Produktion von Silber dieses Jahr das erste Mal seit 12 Jahren wirklich rückläufig ist, im Gegensatz zu allen anderen Jahren, wo es immer gestiegen ist. Dieses Jahr ist erstmal rückläufig, das natürlich auf der anderen Seite auch etwas unterstützend für den Silberpreis ist. Verknappung des Angebots führt ja tendenziell immer dazu, dass der Preis Unterstützung bekommen kann. Wenn ich als Anleger oder als Trader vielleicht sogar darauf setzen will, dass der Silberpreis sich hier erholt und vielleicht mal ein bisschen nachhaltiger als bei diesen beiden Versuchen, die dann nicht funktioniert haben. Wie kann ich denn dann auf einen steigenden Silberpreis ganz grundsätzlich setzen? Natürlich gerade im Hebelbereich, für Trader interessant, bieten sich natürlich Open-End-Turbos an oder halt ganz normale Call-Optionsscheine. Also beides natürlich dann in der Long-Variante, was auf steigende Märkte setzt. Da ist natürlich aber fraglich, was für den Anleger in dem Moment interessanter ist. Man muss etwas abwägen. Bei dem Open-End-Turbo beispielsweise spielt Volatilität keine Rolle. Mhm. Wiederum beim Call-Optionsschein spielt es eine Rolle. Da kommt es immer darauf an, was für den Anleger, was vom Anleger bevorzugt wird. Auch natürlich die Laufzeit. Beim Optionsschein gibt es ein festes Ende der Laufzeit. Wiederum beim Open-End-Turbo, wie es der Name schon sagt, ist Open-End, gibt es keine Laufzeitbegrenzung. Das ist immer so der Unterschied, den der Anleger für sich treffen muss. Vielleicht ob Volatilität mit Einfluss nehmen sollte und auch die Laufzeit. Aber beides ist gehebelt. Ja, und man kann das vor allen Dingen auch nicht nur nutzen, wenn man auf steigende Märkte, sondern auch wenn man hier auf einen fallenden Silberpreis setzen will. Wie sind denn da so die Geschmäcker, wenn wir jetzt den normalen Optionsschein, den Sie schon angesprochen haben, nehmen oder auch den Turbo-Optionsscheine? Was ist denn das, was die Trader am meisten wählen? Ich würde meinen, tatsächlich die Turbo, also die Open-End-Turbos, werden in dem Moment lieber gewählt, würde ich sagen. Gerade bei den Optionsscheinen ist eher immer noch so, dass der klassische Anleger, der einfach auch mal weg vom Anlageprodukt hin zum Hebelprodukt möchte, der wählt eher dann den klassischen Optionsschein. Und der Trader, wirklich der Heavy Trader, wählt eher dann Open-End-Turbo-Optionsscheine. Also auch eine Frage der Fristigkeit, wie lange jemand da rein will, spielt offenbar auch eine Rolle bei der richtig. Auswahl. Genau, richtig. Obwohl es das eigentlich bei beiden Produkten gibt, dass jemand zu einem gewissen Grad, was er an Rendite erwirtschaften wollte, im Produkt bleibt und dann auch einfach wieder rausgeht. Das ist ja bei allen Zertifikaten, Optionsscheinen jederzeit möglich, da wir als Emittent ja der Marktmaker sind und jederzeit auch wieder die Produkte zurücknehmen, kann natürlich der Anleger das dann ausnutzen. Okay, ich habe jetzt eine bestimmte Rendite eingefahren und jetzt steige ich auch wieder aus dem Produkt aus. Mhm. Und was natürlich auch noch passieren kann, zumindest wenn wir uns hier die letzten
10 Monate anschauen, gab es ja auch so ein bisschen sowas wie eine Seitwärtsentwicklung. Eine relativ große Spanne, irgendwo hier zwischen 15 und 19 US-Dollar. Aber auch auf solche Entwicklungen kann man ja setzen. Da ist ja gerade die Société Générale mit Inline-Optionsscheinen relativ vorne dabei. Was muss man denn da beachten? Worauf kommt es da an? Bei Inline-Optionsscheinen gibt es zwei Barrieren. Also wie Sie gerade sagten, gerade im Korridor von 15 bis 19 US-Dollar pro Feinunze, hätte sich natürlich in den letzten 10 Monaten angeboten, weiß man natürlich aber vorher leider nicht. Es gibt diese zwei Barrieren und der Basiswert hat einfach die Aufgabe, bis am Schluss, also bis am Ende der Laufzeit, innerhalb dieser beiden Barrieren zu bleiben. Dann bekommt der Anleger in dem Moment 10 Euro ausgezahlt. Das ist der Auszahlungsbetrag, der feste Auszahlungsbetrag, den es am Schluss gibt. Und das ist so die Grundkonstruktion des Papieres. Natürlich muss man beachten, wenn der Basiswert innerhalb der Laufzeit eine der beiden Barrieren berührt. Intraday, also Silber wird ja weltweit immer rund um die Uhr gehandelt. Deshalb ist das Produkt auch, sollte man auf jeden Fall im Kopf behalten. Auch rundum besteht die Gefahr, dass eine Barriere berührt wird. Das sollte man auf jeden Fall immer im Hinterkopf behalten. Und dann gibt es einen Restbetrag von 0,01 Euro, den es ins Depot gibt. Ja. Also da muss man schon noch bedenken, es ist ein Optionsschein, dieser Inline-Optionsschein, mit allen Gefahren, die damit zu tun haben. Und wir haben jetzt ja auch die ganze Zeit über Hebeprodukte geredet. Da ist bei allen das Risiko relativ hoch und das muss auch demjenigen, der es kauft, bekannt sein. Genau, also bei Inline-Optionsscheinen und bei den Open-End-Turbos ist es auf jeden Fall auch so, dass es ein Knockout geben kann. Also sofern der Basiswert in dem Moment halt wirklich fällt und eine der Barrieren, also bei den Inlinern ist es die Barriere, das heißt die obere oder die untere, und beim Open-End-Turbo ist es die Stop-Loss-Barriere. Wenn der Basiswert eine dieser beiden berührt, oder sagen wir jetzt die drei Barrieren berührt, dann wird das Papier ausgenockt und es gibt dann sofort die Restauszahlung. Das ist vielleicht auch ein Unterschied zum klassischen Optionsschein. Der klassische Optionsschein darf auch unterhalb seines Basispreises rücken, ist natürlich dann zwar aus dem Geld, aber knockt nicht. Dann hat das Produkt immer noch die Chance, dass der Basiswert in dem Moment wieder oberhalb des Basispreises steigt und dann gibt es immer noch einen Restauszahlungswert. Also dann gibt es natürlich die ganz normale Auszahlung. Sofern er natürlich unterhalb des Basispreises bleibt, gibt es auch die 0,01 Euro ausgezahlt ins Depot, was in dem Moment natürlich auch dem Totalverlust gleichkommt. Ja, also diese 0,01 Euro, die da ausgezahlt werden, haben, glaube ich, eigentlich nur noch einen steuerlichen Grund, damit man den Verlust dann ansetzen kann, wenn ich es richtig verstehe. Aber quasi der Totalverlust. Man kann es natürlich auch ganz einfach machen. Man setzt einfach nur auf Silber, 1:1 geht long. Das kann man ja auch mit Zertifikaten machen. Genau, richtig. Also gerade das ist, was Sie vorhin angesprochen haben, gerade im Bereich der Derivate, die ganzen Zertifikate und Optionsscheine bieten für jeden Anleger, je nach Markterwartung, je nach Risikoaversion oder Nicht-Aversion, verschiedene Produkte an. Also natürlich zum einen die Hebelprodukte. Ich möchte viel Rendite, ich bin auch bereit, ein gewisses Risiko einzugehen. Bei Anlageprodukten ist es wiederum anders. Man kann 1:1 partizipieren, hat natürlich dann in dem Moment auch eine geringere Rendite, weil sie auch nicht gehebelt ist, hat aber auch natürlich auch ein geringeres Risiko, weil es auch in dem Moment keinen Totalverlust gibt oder auch keinen Knockout, wie auch immer. Und klar, die 1:1-Partizipation ist einfach ganz normal ein Partizipationszertifikat, was auf Silber in dem Moment lautet und man partizipiert 1:1. Ja, also die Welt der Möglichkeiten auf dem Basispreis Silber ist sehr, sehr groß. Die Zertifikate bieten hier viele Möglichkeiten. Alana Moy, vielen Dank für das Gespräch. Ja, und Silber ist ein bisschen aus dem Fokus gerückt. Warum das so ist, das konnten wir gerade am Kursverlauf gut erkennen. Schauen wir mal, wie es da weitergeht, ob Silber mal wieder von sich reden macht mit stärkeren Bewegungen, ob nach oben oder nach unten. Das wissen wir natürlich auch vorher nicht. NTV, der Nachrichtensender.